Eigentlich könnte ich jetzt Feierabend machen. Die Mädels übernehmen ja jetzt. Oh, schön Feierabend, ne? Ich gehe eine Runde skaten. Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Blogger-Empfehlen-Video hier auf meinem Kanal. Heute extrem entspannt für mich, denn ich kann mich ein bisschen zurücklehnen, denn fünf Mädels übernehmen heute hier den Laden. Ich freue mich natürlich wieder darüber, dass man fünf neue Gesichter hier auf dem Kanal begrüßen darf und ich mag das immer gerne, wenn man mal die Person hinter dem Blog-Eintrag bei Instagram einfach mal sieht. Und ich habe auch alle Links unten in die Beschreibung reingepackt, also lasst ein bisschen Liebe da. Habt ihr eventuell noch Empfehlungen, die ihr an die Community tragen wollt oder habt Feedback zu den einzelnen Reihen, die gezeigt wurden, dann schreibt es doch gerne mal unten in die Kommentare rein und lasst uns einfach mal loslegen mit dem Video. Ich wünsche euch viel Spaß. Hey, ich bin's, Nacho. Vielleicht kennt mich ja der eine oder die andere von Instagram. Da bin ich unter dem Namen Nachohiebe bekannt. Und ja, der liebe Brown hat mich gefragt, ob ich bei seinem Video mitmachen möchte und dann stelle ich euch mal hier drei Manga vor, die ich besonders liebe. Hier kommen wir zu meiner ersten Wahl und zwar Beastars. Also ich sage euch mal den ersten und den aktuellsten Band, also Band 13 sind wir jetzt, bis über die 14. kommen. Und wie ihr seht, gibt es in dieser Welt keine Menschen, sondern humanoide Tiere. Und zwar sind wir zuerst in der Schurken, glaube ich, heißt die Schule, wo Legoshi halt hingeht, dieser Grauwolf hier. Und ein Mitschüler wird umgebracht, also Tem, ein Alpaka. Und in dieser Welt ist es generell verboten, dass Fleisch gegessen wird. Also die Pflanzen, die Fleischfresser dürfen nicht einfach so die Pflanzenfresser attackieren, aber die versuchen halt in Harmonie zu leben. Und ja, also es geht am Anfang noch darum, aufzuklären, was da passiert ist, aber der gute Legoshi verliebt sich noch in ein kleines Kaninchen. Und ja, Grauwolf, Kaninchen, ist nicht so. Also nicht nur, dass es generell nicht so gute Serien sehen wird, wenn so verschiedene Rassen miteinander irgendwie, ne? Sondern halt auch so Pflanzen, Fleischfresser, passt nicht. Also wir haben halt eine Reihe, wo es viel um Rassismus, Vorurteile geht und die Gesellschaft auch so ein bisschen. Also ich finde, das ist auch, obwohl es jetzt hier um Tiere geht, kann man das gut, finde ich, auch in unserer Welt adaptieren. Und ja, sehr lesenswert. Vor allem die Zeichnungen sind sehr schön, eher so skizzenhaft, aber ich finde, die haben so ihren eigenen Touch. Und daher könnt ihr euch auch noch den Anime angucken auf Netflix, Staffel 1 und 2. Anderer Zeichenstil, also eher so animiert, aber um mal reinzuschuppern, ob euch die Reihe gefällt, könnt ihr mal gerne reingucken. Nun kommen wir zu meiner zweiten Wahl, und zwar Plundera, die Sternenjäger. Ist eher so ein mittelalterliches Setting. Jeder Mensch hat einen Counter irgendwo am Körper und der zeigt halt an, von wegen, weiß nicht, machst du gutes Essen, schmeckt er, finden die Leute nicht so gut, sinkt er halt. Ist, also zu vereinfacht gesagt. Aber wenn der Counter auf Null fällt, dann werden die Leute in den Abgrund gerissen und deswegen wollen die Leute vermeiden natürlich, dass das, also in den Abgrund gefressen werden, weil wer möchte das schon? Daher begleiten wir erstmal Hina, die ihre Mutter verloren hat, weil ihr Counter auf Null gefallen ist und sie begegnet erstmal dem guten Licht, der hier. Sie ist nämlich auf der Suche nach dem Roten Baron, der ihr helfen soll, das Vermessen ihrer Mutter weiterzutragen. Finde ich, es muss unterschätzt die Reihe, hat eine gute Story. Ich glaube, viele Leute schreckt dieses Edgy-Gehabe da ab. Es hat leider echt viel, aber mich stört es nicht. Also ich mag Edgy. Und die Story ist halt echt gut. Vor allem so ab Band 5, 6 hat es nochmal so einen ganzen anderen Drift. Und man findet erst heraus, warum haben die Leute einen Counter? Was ist da los? Warum darf denn keiner fliegen? Warum, wie ist das? Genau, Anime gibt es auf Wakanim. Sind gerade beim 14. Band von Panini. Ist, finde ich, eine sehr unterschätzte Reihe. Solltet ihr vielleicht mal rein. So, jetzt kommen wir auch schon zu der letzten Reihe, die ich euch vorstelle, und zwar Made in Abyss. Wir sind gerade beim 9. Band, ja, der rauskommt, das ist leider nicht so schnell. Naja, um was geht es in Made in Abyss? Wir begleiten Riko, das ist das Girl hier. Sie ist eine Höhlentaucherin, beziehungsweise es ist ihr größter Wunsch, in die Tiefen des Abyss zu tauchen und da die Schätze zu finden und die Kreaturen und Monster, die es gibt, zu erforschen, denn ihre Mutter war eine sehr berühmte Höhlentaucherin, die viel erreicht hat, die bis in die Abgründe gekommen ist, aber leider nie wieder hochgekommen ist. Sie bekommt einen Brief von ihrer Mutter und natürlich begibt sie sich direkt auf die Suche nach ihr. Auf dem Weg trifft sie da Rek, das ist der kleine Typ hier. Er ist so eine Art Roboter, Cyborg, man weiß es noch nicht so genau. Und die beiden versuchen halt in den Abyss zu tauchen. Ist halt nicht so einfach, denn je tiefer man kommt, desto schwieriger ist es wieder hochzukommen, denn sehr viele Krankheiten, kann man das so sagen, ja, befallen dann eins. Aus dem Auge, Helm blutet und die Zähne rausfallen, das ist halt nicht so schön.
sehr großes Abenteuer, auch nicht zu schwache Nerven, also ein bisschen brutal. Anime gibt es auf Netflix, die erste Staffel, ich glaube immer noch. Es gibt auch schon einen Film und bald kommt die zweite Staffel. Und ja, Zeichenstil auch sehr skizzenhaft, ein bisschen undeutlich manchmal, aber volle Reihe, lieb sie. So, das waren jetzt meine drei Manga-Empfehlungen für euch und Dankeschön fürs Zuhören. Hallo, ich bin Frau Mellen. Und als Prom mich gefragt hat, ob ich vielleicht drei Titel in seinem neuen YouTube-Video vorstellen möchte, ist mein Blick sofort in dieses Regal gewandert, denn da stehen meine ganzen Boys-Love-Schätze. Das ist tatsächlich auch das Genre, was ich am meisten lese. Aber weil ich dachte, es ist wichtig, auch über den Tellerrand hinweg zu gucken, habe ich mich nicht nur für Boys-Love entschieden. Aber als erstes möchte ich euch meinen absolut liebsten vorstellen und das ist Therapy Game. Ich würde nicht mal behaupten, dass die Story so unfassbar neu und revolutionär wäre, denn wir haben Minato, der von seiner Mutter beigebracht bekommt, dass Liebe schmerzhaft ist und aus diesem Grund möchte er sich eigentlich nicht verlieben, keine Beziehung führen, doch Shizuma verdreht ihm irgendwie den Kopf und aus Trotz entscheidet er, eine Wette abzuschließen, Shizuma das Herz zu brechen. Klingt jetzt vielleicht nicht nach der krassesten Story aller Zeiten, aber Meguri Hinohara schafft es einfach, den Charakteren super viel Tiefe zu geben, diese ganze Situation unfassbar erwachsen aufzubauen mit viel Kommunikation, Verständnis dem anderen gegenüber. Und aus diesem Grund liebe ich das einfach, weil ich liebe Character-Driven Stories und für mich lebt jede Geschichte von den Charakteren. Aus diesem Grund habe ich mich auch als zweites für Blue Period entschieden. Denn Yaguchi ist am Anfang eigentlich ein Schüler, der zwar viele Freunde hat, der auch sehr gut in der Schule ist, aber der keine wirkliche Passion hat. So kein richtiges Hobby, keine Leidenschaft, irgendwas, wofür er sprüht. Und eines Tages entdeckt er ein Gemälde von einer Mitschülerin und hat irgendwie so das Gefühl, dass er irgendwie so was dabei empfindet. Und im Kunstunterricht probiert er das erste Mal selbst was zu zeichnen und es hat ihm irgendwie was gegeben. Und deswegen entscheidet er, dass er plant, an die Kunstuni gehen zu wollen. Und wir verfolgen ihm halt bei den ganz alltäglichen Strugglen, die man natürlich hat, wenn man irgendwas komplett neu lernt. Ich meine, wir kennen das ja alle. Und was ich so richtig toll daran finde, ist, dass uns das Internet immer wieder zeigt, wie perfekt und schön und toll alles ist, was andere Menschen schon erreicht haben. Aber dass der Weg dahin steinig ist, bis man schafft, was man haben will, das sehen wir meistens heutzutage nicht. Und das ist irgendwie so ein bisschen ein Reminder, dass man sich anstrengen muss, um an sein Ziel zu kommen und dass man immer wieder über sich hinauswachsen kann. Und deswegen ist Blue Period einer meiner absoluten All-Time-Favorites geworden. Und wenn wir schon beim Der Weg ist das Ziel und wir müssen alle für das kämpfen, was wir wollen, sind, habe ich auch noch My Hero Academia aus dem Regal gezogen. Eigentlich war mir gar nicht so bewusst, dass mir das gefallen könnte. Hab dann auf Netflix irgendwann mal in den Anime reingeschaut und war total Feuer und Flamme. Denn unser Protagonist Izuku Midoriya hat seit er ein kleines Kind ist eigentlich das Ziel, Superheld zu werden. Und er möchte seinem großen Idol All Might nacheifern. Doch als er dann erfährt, dass er gar keine Spezialität hat, wie 80% der Weltbevölkerung in diesem Worldbuilding, ist er total am Boden zerstört und trotzdem hat er nicht aufgegeben und hat einfach immer härter und weiter daran gearbeitet. Und My Hero Academia zeigt diesen Weg, zeigt, dass man hart arbeiten muss und dass man dann sein Ziel, wenn man vielleicht manchmal die Möglichkeit hat und sich Türen öffnen, doch immer ein Stückchen näher kommt. Und das Beste daran ist, dass man in dieser Geschichte die Heroes und die Villains beide liebt. Ich muss echt sagen, die Superhelden sind alle großartig. Ich mag sie durch die Bank, aber ich liebe auch die Bösewichte, weil sie sind so verrückt, seltsam und bescheuert. Und es ist halt einfach, sowas hatte ich noch nie in irgendeinem Manga. Und deswegen kann ich das wirklich jedem ans Herz legen. Hallo, ich bin Vera von Living with Manga und ich habe natürlich auch drei Manga-Empfehlungen für euch. Und eigentlich bin ich gar nicht so der Jojo-Leser, aber mit Ein Zeichen der Zuneigung hat Ultraverse wirklich absolut meinen Geschmack getroffen. Es geht hier ich kann den Namen hier immer nicht merken, um Yuki, die halt gehörlos ist und sich eben nur mit Gebärdensprache mit anderen Menschen unterhalten kann. Aber das ist natürlich super schwer, weil, ich meine, sind wir mal ehrlich, wer genau kann die Gebärdensprache? Und somit begrenzt sich natürlich ihr Freundeskreis. Und sie lernt auf der Uni den Izumi kennen. Und er reist immer durch die ganze Welt und sie findet ihn
absolut toll, aber wie kommt man mit so einer Person ins Gespräch? Und ich finde es einfach so, so, so toll, wie die Geschichte hier umgesetzt ist. Es ist respektvoll, es ist niedlich, es ist einfach... Ich liebe es wirklich sehr. Es sind bisher 3 Bände in Deutschland erschienen. Band 4 kommt, glaube ich, demnächst raus. Dann Koi Monogatari. Es ist zwar als Boys Love deklariert, aber ich würde es eher in die Richtung Slice of Life einsortieren, weil es geht hier primär, zumindest in den ersten beiden Teilen, um die Selbstfindung, um ja, die Entdeckung der eigenen Sexualität und in welche Richtung man irgendwie Präferenzen hat oder halt auch nicht. Und es geht um die zwei Jungs, das sind einmal Yuji und Yamato. Und Yuji bekommt halt zufällig mit, dass sein Mitschüler in seinen besten Kumpel verknallt ist. Und fängt damit an, so selber über seine Vorurteile und sowas, die er vielleicht halt über Homosexuelle hat, nachzudenken und sein eigenes Handeln auch ein bisschen ja, zu hinterfragen. Und dann entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden und ich finde das so, so toll. Und das ist eigentlich mit 3 Bänden abgeschlossen und ich hoffe, dass ganz, ganz, ganz bald der 3. Band jetzt auch bei Tokyo Pop erscheint. Der nächste ist Kimi ni Nare, das ist ein Einzelband und ich liebe, liebe, liebe den Zeichenstil von Ishiko Takano und sie ist so, so, so cool. Man kennt sie vielleicht von Orange oder von Dreaming Sun und ich glaube, das ist eigentlich in Japan, soll es da eigentlich noch weitergehen, aber nobody knows. Ich finde auch als Einzelband ist ja ganz cool, auch wenn es eher dann ein offenes Ende hat, was ich gar nicht so schlecht finde, dass man halt selber darüber nachdenken kann. Aber es geht halt auch um die Selbstfindung, Selbstakzeptanz, um Musik, um Freundschaft und das ist wirklich, wirklich, wirklich toll umgesetzt. Und meine dritte Empfehlung ist Twilight Outfocus. In 2 Bänden abgeschlossen, aber ich liebe es. Es ist ein Boys Love, so, 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 so toll gemacht. Und es ist für Einsteiger als auch für Leute, die halt wirklich schon lange mit dabei sind. Und der Zeichenstil ist einfach so unfassbar gut. Und ich hoffe, dass Mangaka halt noch mehr von der Mangaka nach Deutschland bringt. Freue mich sehr schon auf Outfocus. Und ja, vielen Dank, dass ich mitmachen durfte. Und ich hoffe, irgendwas von den Empfehlungen hat euch gefallen. Kanntet ihr noch nicht. Und ja, bis denn. Hi, ich bin Jana von Cozy Coffee and Mangas und auch ich stelle euch heute drei meiner absoluten Highlights und Lieblingsmangas vor. Wir fangen heute direkt an mit einem Boys Love Titel von Scarlett Verico, also falls ihr sie noch nicht kennt, ich kann sie euch nur ans Herz legen, ihr Artwork ist absolut wundervoll und auch ihre Charaktere sind geradezu einzigartig, wie ich persönlich finde. Und zwar habe ich euch mitgebracht Jealousy. Das ist ein Boys Love Titel ab 18. Er spielt in den 80er Jahren im Yakuza-Bereich. Hier geht es um die beiden jungen Männer Rogi und Akitora. Rogi ist ein ziemlich extrovertierter, verrückter Charakter, aber auch Akitora ist noch sehr, sehr kindlich angehaucht. Deswegen ergänzen die beiden sich total gut. Aber auch die ganze Story selbst. Also es dreht sich nicht nur um die beiden, sondern da kommt ein ganzer Rattenschwanz mit dazu. Ich weiß nicht, wer vielleicht auch Twittering Birds Never Fly schon gelesen hat. Ich will das jetzt natürlich nicht miteinander vergleichen, um Gottes Willen, aber wie auch bei Twittering Birds Never Fly ist das Spektrum, die Welt wesentlich größer. Es dreht sich nicht nur um 2 Menschen und das ist bei Jealousy eben genauso der Fall. Und wer auf Action steht, auf Yakuza, it's a must read. Also tatsächlich ist es auch so, dass der Boys Love Anteil hier gar nicht so beherrschend ist, sondern eher dezent. Ja, und weil Boys Love einfach ein sehr großes Thema ist in meinem Reading-Bereich, habe ich euch noch Depth of Field mitgebracht. Hier geht es um 2 junge Männer, die sich in der Highschool kennenlernen und später im Studium durch einen eher dummen Zufall erneut
wieder begegnen. Hier dreht es sich um erste Liebe, um Schüchternheit, um Selbstfindung, um Direktheit, um Ehrlichsein, um darum, seinen Traum nachzueifern und nicht aufzugeben. Und ich finde, dass dieser Manga sehr, sehr realitätsnah umgesetzt worden ist und man sich auch einfach wundervoll in die Charaktere hineinversetzen kann. Dann habe ich euch noch einen englischen Titel mitgebracht, und zwar ist das Boys Run the Riot. Hier geht es um einen Transgender-Jungen, der auf dem Weg der Selbstfindung ist. Also er hat sich noch nicht groß geoutet. Also es gibt einzelne Personen, die wissen, dass er ein Transgender-Junge ist, aber er ist sich selber tatsächlich nicht so sicher, was seine Sexualität angeht. Er wird unterstützt von Freunden, dem nachzueifern, wer er wirklich ist. Und um dem Ganzen noch ein bisschen zu unterstreichen, gründet er mit Jin, einem Schulfreund, ein Modelabel. Und wie könnte man sich besser repräsentieren, wenn nicht mit Mode? Hallöchen! Ja, der Prawn hat mich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, drei Manga-Reihen vorzustellen. Dann dachte ich mir, klar, warum nicht? Da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Ja, ich habe euch drei Manga-Reihen mitgebracht, die wahrscheinlich nicht so bekannt sind, die ich aber super gerne gelesen habe. Und zwar habe ich hier einmal Fairy Tail Battle Royale. Ja, hier geht es um die Schülerin Aoba. Und sie wird in der Schule gemobbt, wünscht sich logischerweise, dass dem nicht mehr der Fall ist, und findet dann irgendwann einen Vertrag, wo dieser Wunsch erfüllt werden soll. Dafür soll sie dann aber lediglich die Hauptrolle in Alice im Wunderland übernehmen. Sie geht davon aus, dass das ein Witz ihrer Mitschüler ist, füllt das Ding aber dennoch aus. Ja, landet dann tatsächlich in der Märchenwelt. Ja, aber diese Märchenwelt ist nicht ganz so, wie man sich das eigentlich so ausmalt, wenn man an eine Märchenwelt denkt. Es ist mehr so eine albtraumhafte Version, denn die ganzen Charaktere, Märchencharaktere, die da rumlaufen, sind wie so zombieartige Mumien, irgendwie so in die Richtung. Und ja, sie landet dort halt eben und hat keine Ahnung, ey, was ist überhaupt meine Aufgabe, wo bin ich hier überhaupt? Und mir hat es halt echt Spaß gemacht, mit ihr diese Welt nach und nach kennenzulernen und so Stück für Stück herauszufinden, was könnte denn da alles eigentlich hinterstecken. Und ich bin auch echt gespannt, wie es da weitergeht, denn die Reihe läuft noch. Sie hat aktuell 4 Bände, läuft bei Carlsen. Und wir sind da auch auf dem japanischen Stand, deswegen wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis der 5. Band erscheint. Aber ich würde da gespannt drauf warten und direkt reinlesen, wenn er dann hier dann in Deutschland erhältlich ist. Dann habe ich als nächstes Demon Tune, der ist mit 4 Bänden bei Ultraverse abgeschlossen. Ich war bei der Reihe am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil ich jetzt nicht so der große Fan von Ninja-Geschichten bin. Ich habe aber das Cover gesehen, ich habe den Zeichenstil gesehen, dachte mir so, ey komm, ich schau mal rein, gib der Reihe eine Chance, und ich wurde nicht enttäuscht. Bei der Reihe geht es um den jungen Ninja Kuyukimaru. Der hat eben seinen allerersten Auftrag, kommt damit nach Wizard City und muss dort halt eine Schriftrolle abgeben. Das hört sich vielleicht einfach an, aber so einfach ist es dann doch nicht, denn der Bösewicht Boogeyman hat es auf genau diese Schriftrolle abgesehen und möchte sie ihm eben abnehmen. Tut natürlich alles Mögliche, um da dran zu kommen. Was genau, möchte ich hier nicht zu viel verraten. Ich kann nur sagen, mir hat diese Welt super gut gefallen. Es werden super viele Fantasy-Elemente halt auch zusammengewürfelt. Wirkt aber trotzdem stimmig. Ich mag die Action da drin, die Geschichte, die halt eben da so drumherum geschlungen wird. Und ja, ich hätte super gerne noch weitere Geschichten genau dieser Welt weitergelesen. Aber wer weiß, vielleicht kriegen wir ja irgendwann noch so ein Spin-off oder so dazu. Wahrscheinlich nicht, aber es wäre schon cool. Ja, und last but not least habe ich hier Mary Grave. Die ist auch abgeschlossen mit 5 Bänden bei Egmont. Offiziell wurde sie quasi abgebrochen, aber sie hat tatsächlich noch einen schönen Abschluss bekommen. Sie wurde vorzeitig abgeschlossen. Hier geht es um den Abenteurer Riseman Sawyer, der durch die Weltgeschichte reist, um dort Zutaten zu suchen. Dabei hat er einen schönen Sarg auf dem Rücken, in dem seine Frau liegt, denn seine Frau ist tot und die Zutaten, die er sucht, sind für das Totenrezept, denn er möchte sie wiederbeleben. Die Reihe ist super toll. Ich mag den Humor hier drin, die Geschichte ist toll, die Fantasy-Welt ist super.
Ich verstehe echt nicht, warum die Reihe so früh abgebrochen werden musste, beziehungsweise abgeschlossen werden musste. Ich hätte so gerne noch viel länger diese Reise begleitet. Ich fand es echt cool, diese Hintergrundgeschichte, die man halt auch nach und nach von Sawyer und seiner Frau eben erfährt, die halt eben kennenzulernen. Also wenn ihr mal was Kurzes für zwischendurch haben möchtet, schaut da mal gerne rein. Ja, ich hoffe, da war irgendwas für euch dabei. Gerne bis zum nächsten Mal. Ich darf euch natürlich auch noch eine Empfehlung mitgeben, und zwar Gleipnir. Und Gleipnir habe ich erst vor kurzem gelesen, die ersten 8 Bände up to date. Der 9. Band erscheint im März 2022 und es ist ein bisschen schade, dass der Release-Zyklus hier ein bisschen lange ist, denn die Reihe ist echt gut und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Hier haben wir ein sehr cooles Action-Setting mit ein bisschen edgy Anteil. Zwei Hauptcharaktere, einmal Suichi und Claire. Und Suichi hat komischerweise mysteriöse Kräfte und hat die immer geheim gehalten. Und irgendwann rettet er Claire aus einem brennenden Haus. Und Claire hat das so ein bisschen mitbekommen und nimmt ihn jetzt für ihren Rachefeldzug mit. Und da sind ein paar echt coole Kniffe drin, sehr schöne Flashbacks. Das wird einfach immer schöner aufgearbeitet und immer deeper von der Story her. Ich finde den roten Faden im Allgemeinen jetzt so ein bisschen flach, weil darum, wie es geht, ich sage jetzt das Thema Coins, ist ein bisschen so, naja, vielleicht gibt es da noch ein bisschen mehr Hintergrund, aber dennoch, wenn man sich die Flashbacks der einzelnen Charaktere anguckt, dann ist das schon eine echt coole Story und wir bekommen da sehr schöne Action-Szenen, mega geile Zeichnung und das kann ich einfach nur empfehlen. Und wer ein bisschen Angst hat vor dem Edgy-Anteil, der ist eigentlich okay, der ist nicht zu schlimm, von daher kann man damit eigentlich nicht viel falsch machen. Gibt es auch einen Anime zu, aber den Manga jetzt, wo ich ihn gelesen habe, kann ich ihn einfach nur empfehlen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die ersten 8 Bände. Und ja, falls ihr Lust drauf habt, dann holt ihn euch mal. Das waren mal wieder ein paar schöne Empfehlungen. Ich hoffe, ihr konntet euch ein paar Reihen für euer Regal wieder mitnehmen, die euch eventuell gefallen oder zugesagt haben. Und ich fand es wieder geil, dass man unterschiedliche Gesichter mal wieder zu sehen bekommen hat aus der Community. Das finde ich eigentlich immer mega geil. Lasst natürlich wie immer ein bisschen Liebe da auf deren Social-Media-Kanälen. Und ja, zum Schluss bleibt wie immer nur zu sagen, gebt dem Video einen Daumen hoch und wir sehen uns in einem anderen Video. Bis dahin, alles Gute, euer Brown. Ciao, ciao.